Hallo, Servus und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns eine Burg an, und zwar die Burg Randegg. Ich wünsche gute Unterhaltung dabei, viel Spaß und los geht's. Die Burg Randegg zählt zu den ältesten Burganlagen Bayerns. Allerdings liegt in der frühen Geschichte von Randegg manches im Ungewissen. Der Name Randegg wird kurzerhand gedeutet als Rundeck, bezugnehmend auf eine Eckenbildung im an sich runden Bergfried. Nach den Jahren 1000 und 1100 tritt in Urkunden ein Heinrich von Etzangin, ein Henrik, ein Rigil und ein Reicherus auf. Später erscheinen ein Gebhard von Rotteneck und Randegg. Weitere wichtige Herrscher der Burg waren Herzog Wilhelm IV. Und Leonhard von Eck. Der Sohn eines Kelheimer Landrichters brachte es zum bayerischen Kanzler und bestimmte wesentlich die Politik Bayerns seiner Zeit. Von Leonhard von Eck stammt auch die noch sichtbare Inschrift am Eingang zur Ruine. Sie lautet: Wenn Gott die Burg nicht mehr bewacht, bewacht sie niemand mehr. Die Burg wurde im Dreißigjährigen Krieg von den Schweden nach langer Belagerung niedergebrannt. Mehrmals wechselte die Burg ihre Besitzer. Oftmals kam es zu Auseinandersetzungen mit den Essingern. Die Randegger Burgeigentümer, Rottenecker bis 1200, Randegger 1224, Abensberger Baronin bis 1485, Herzog Wilhelm IV. 1485 bis 1529, Leonhard von Eck 1529 bis 1565, von Schwarzenberg 1565 bis 1594, Fugger 1594 bis 1596, von Freimann 1596 bis 1672, Jesuiten von Ingolstadt 1672 bis 1773, Malteser 1773 bis 1828, Freistaat Bayern 1828 bis 1996 und Markt Essing ab 1996. Im Zuge von Privatisierungsmaßnahmen verkaufte der Freistaat Bayern die Burg im Jahr 1996 an den Markt Essing. Die Gemeinde wollte erreichen, dass die Burg der Öffentlichkeit weiterhin zugänglich ist. Sie wird nun auch für Konzerte genutzt. In Planung sind auch Ausstellungen in die Burg zu integrieren. Weitere Informationen findet ihr auch unter www.marktessing.de und ich empfehle natürlich einen eigenen Besuch dort. Thank you.